So, wir sind jetzt da. Es ist jetzt live. Das, was ihr davor gesehen habt, war die Schleife, die 24-Stunden-Schleife. Manche wissen das nicht. Es ist heute Dienstag, der 11. März 2014. Für die, die die Wiederholung sehen. Und wir haben jetzt mit Bernadette Sutter, wir haben eine Reihe von Sendungen über aufgestiegene Meister und Energien, die einfach auch mit uns sind, wo wir oft auch nicht wahrnehmen. Ja, und freuen wir uns, was heute wohl geschehen darf, was da ist und uns ja einfach da sein mit uns allen. Hallo, lieber Markus, danke für die Grüße. Und auch an dich, Bernadette. Dankeschön. Genau. Hallo an alle. Ja, und dann genießen wir einfach den Abend zusammen. Was immer geschehen mag. Genau. Es ist so ein schöner Fluss mit dir. Da ist es so, kann man ganz entspannt sein. Ja. Das ist schön. Ich finde es auch immer wieder sehr schön, weil es einfach so fließt und auch jetzt in dem Sinne nicht irgendwie vorbereitet werden muss, weil ich es einfach übergeben darf und dann wirklich über die innere Mitte mich in die Energien, in die Botschaften, die kommen, hineingleiten lassen darf, hineinhören ins Herz und dann einfach das, was auftaucht innerlich als Information, die von den höheren Bewusstseinsebenen kommt, von den aufgestiegenen Meistern oder auch von den Erzengelbewusstsein einfach übermitteln darf. Es ist also so, wenn ich mich jetzt dann einstimme, dann ja, bin das nicht mehr ich als Person, Bernadette, die in dem Sinne dann spricht, sondern ich übergebe ganz, bin aber kein Trance-Medium. Ich bin ein Medium, das gelernt hat oder lernen durfte, über das innere Hören, über das innere Wahrnehmen einfach direkt auszusprechen, was kommt. Selbst kann ich mich aber dann an alles erinnern nachher, darf zuhören, wie ihr auch, bin immer auch sehr berührt von dem, was an Botschaften kommt und darf so dann auch gleich mitlernen mit euch allen. Ich denke, wir stimmen uns alle miteinander ein bisschen ein, weil wir ja auch verbunden sind. Unabhängig von Zeit und Raum und von Distanz sind wir ja doch eins und können uns miteinander sehr gut einstimmen und dadurch auch den Raum noch mehr öffnen, so dass die Informationen, die kommen, uns alle etwas bringen dürfen. Dann, ja, wollen wir einen Augenblick die Augen schließen. Es sind meditative Informationen. Es sind Weisheiten, die kommen, die wir ganz mit unserem Herzen hören können. Und anhand unserer eigenen Erfahrungen, anhand des Schatzes unserer Weisheit verbinden können und so das Verständnis wachsen darf. Ich werde mich jetzt also einstimmen und übergeben. Ich bin, dass ich bin. Ich bin die Liebe. Ich bin, dass ich bin, die Liebe, die durch die Quelle hervorgetreten ist und sich manifestiert hat als eure Mutter Erde. Mein Geist ist eine Vielzahl von unendlich liebenden Seelenaspekten, die sich verbunden haben, die aus den Erzengel-Urseelen
gewoben wurden zu jenem Geist, der ich bin, und durch die Liebe des Göttlichen meinen Weg angetreten als Mutter Erde oder auch als Lady Gaia, wie ihr mich kennt. In mir ist jedes einzelne Wesen, das in mir, auf mir und in den Lufträumen lebt und sich manifestiert hat, mit gleicher Liebe angenommen. Denn eure physischen Körper, eure Materie, das sind meine Kinder. So seid ihr alle meine Kinder, Kinder der Erde. Und doch seid ihr Kinder des Geistes, Kinder der Quelle selbst, Kinder des Lichts. Denn euer Geist, der ist aus der einen großen Quelle eingehaucht in euer körperliches Dasein. Was ihr denkt, was ihr fühlt, was ihr tut, das berührt mich. Durch die Verbindung über eure Körperlichkeit als Mensch, durch die Verbindung über euren Geist mit meinem Geist, der aus der gleichen Quelle der Liebe und des Lichtes kommt wie ihr, sind wir so sehr verbunden miteinander, dass ich alle eure Gefühle spüren kann und die Schichten meines Körpers, der Erdenkörper, reagiert auf euch und eure Emotionen. Alles, was je geschehen ist, im irdischen Dasein, durch euch als Menschheit, hat auch mich beeinflusst. Denn in meinem irdischen Körper, in meinem Erdenkörper, speichern sich alle diese Erinnerungen. Alle Erinnerungen an alle Ereignisse, die auf mir, in mir und über mir am Himmel stattgefunden haben. Mit diesen Erinnerungen seid ihr vernetzt über eure physischen Körper. Und über diese Vernetzung könnt ihr jetzt in dieser Zeit mit mir jene Erinnerungen, die noch nicht im Gleichgewicht sind, jene Erinnerungen, die euch an die Felder von Schmerz, von Traurigkeit, Krieg, an all die Erinnerungen binden, erlösen. Wenn ihr erkennt, dass ihr im Gleichklang schwingen könnt mit mir. Denn es ist Zeit. Über viele Jahrtausende habt ihr als Menschheit geglaubt, die Erde sei etwas Gefallenes, etwas, was nicht im Licht ist. Und darum habt ihr auch eure Erdenkörper abgelehnt und die Bedürfnisse eures Erdenkörpers verurteilt. In dem Sinne habt ihr euch selbst nicht lieben können als Menschen.
Und so auch Mutter Erde, das Wesen, das ich bin, in dieser Schwingung des Nicht-Lieben-Könnens gelebt hat. Jetzt aber beginnt ihr beginnt zu verstehen, zu begreifen, dass eine Heiligkeit ist, auch in, auf und über der Erde und auch in euren Körpern. Das ist gut so, denn über das Verstehen, dass ihr sehr wohl etwas Himmlisches erkennen könnt im irdischen Dasein, könnt und dürft ihr beginnen, euren Umgang zu verändern mit mir, mit den Naturwesen, mit den Pflanzen und Tieren, mit den Wassern, den Elementen und mit euch selbst. Denn wenn ihr beginnt zu erkennen, dass alles Leben in diesem einen göttlichen Geist ist und gleichermaßen gleichwohl göttlich ist, dann beginnt ihr als Menschheit zu verstehen, dass es würdig ist, das irdische Dasein zu lieben und zu achten und zärtlich, achtsam und gütig umzugehen mit dem, was ihr lebt und was ihr erfahrt hier auf Erden. Diese gütige Liebe, dieser gütige Umgang mit euren Körpern, mit allem Körperlichen um euch, dieser gütige Umgang mit mir, mit diesem Planeten, der im Licht ist und in dem das Licht ist, mit diesem gütigen Umgang könnt ihr alles umwandeln. Und wenn nur ein einziger Mensch ganz erwacht und beginnt, vollendet in diese Achtung einzutauchen, in dieses vollkommen annehmen können des irdischen Daseins, dann geht eine Welle an Bewusstsein, an Liebe von ihm aus, die jedes Wesen erreicht und in jedem Wesen das Bewusstsein in die nächst höhere Bewusstseinsebene bringen kann. Ein jeder wird abgeholt dort, wo er ist und wird in eine erhöhte Erkenntnis entsprechend seiner Möglichkeiten gehoben. Und dabei sind alle gleichwertig, denn das Göttliche ist gütig und gerecht und hat jedem Wesen, ob Mensch, ob Pflanze, ob Tier, jedem Wesen hier auf Erden und im Äther gleichermaßen gleich viel Geist und Spiritualität mitgegeben. Und jeder erfüllt seine Aufgabe in seinem Tempo. Das Verstehen lernen, dass jede Form des Kampfes abgelegt werden darf und dass jeder innerhalb seinen Möglichkeiten seine Schritte machen darf. Und dort, wo schon mehr Möglichkeiten da sind, mit Liebe und mit Verständnis auf jene geblickt wird, die noch dabei sind, diese Möglichkeiten erkennen zu lernen. Dort löst diese Liebe und dieses Verständnis ein Meer an Bewusstsein aus. Denn eure
Seinsgegenwart ist nicht nur körperlich, sondern auch ätherisch verbunden mit allen Wesen. Und in der Ätherebene ist der Stoff der Manifestation. Und der Äther reagiert auf eure Gedanken, er reagiert auf euer Bewusstsein, auf eure Gefühle besonders stark, auf eure Visionen. Haltet die Vision einer glücklichen Erdenpräsenz, eines glücklichen Erdenlebens aufrecht. Auch dann, wenn ihr Dinge seht, die noch im Ungleichgewicht sind. Das bedeutet nicht, dass ihr die Realität nicht seht, denn es ist wichtig, dass ihr die Realität seht, dass ihr dieses Wissen und diese Informationen bekommt, denn nur, was ihr erkannt habt, könnt ihr ändern. Daher ist es wichtig, dass jetzt so viele Dinge aufgedeckt werden, damit ihr bewusster werden könnt in eurem Leben, in eurem Sein und in eurer Wahrnehmung des göttlichen Sinnes eures irdischen Lebens. Aber bei all dem Betrachten dieser Realität um euch erkennt, dass ihr alle in der Einheit Mitschöpfer wart all dessen und nun auch Mitschöpfer sein könnt einer Veränderung, einer Durchlichtung, einer Bewusstwerdung. Denn das, was ihr Mutter Erde nennt, dieses Bewusstsein, ist ein Meisterbewusstsein, das ausgesandt wurde, euch einen Körper zur Verfügung zu stellen und im Ätherraum und durch den Ätherraum die Möglichkeit zu geben, Manifestation zu verwirklichen. Eine Manifestation, die durch den göttlichen Geist gekommen ist. So ist ein jedes von euch im wahrsten Sinne des Wortes ein Wunschkind Gottes. Denn ihr wart eine göttliche Vision, ein göttlicher Gedanke, ein göttliches Gefühl, das sich offenbart hat. Und wenn ihr das in euch wiedererkennt, dann entdeckt ihr eine enorme Liebe für euer Leben, für euch. Und in dieser Liebe ist vollkommene Annahme. Annahme all dessen, was geschehen ist, hier auf der Erde. Und jeder Vorwurf löst sich auf. Und dadurch erst wird es möglich, neu zu gestalten. Denn solange ihr Widerstand macht, solange ihr euch gegenseitig als Menschheit Vorwürfe macht für das, was geschehen ist, könnt ihr nicht in diese Visionskraft gehen, die euch tatsächlich zur Verfügung steht. Ihr erhascht dadurch nur einen Hauch dessen und seid doch zu weit mehr fähig, wenn ihr aus der Liebe handelt, denkt und fühlt. Und so kann euer Leben zur gelebten Meditation werden. Eine Meditation, die lebendig ist, manchmal in der Stille und manchmal in der Aktion des Lebens. Und euer Puls des Lebens, der wird von mir gefühlt. Und in meiner Liebe zu euch tue ich alles, was ich kann, um euch in eurem Ansinnen zu unterstützen. Ich bin bereit, mit euch diesen Weg weiterzugehen. So bin ich, dass ich bin. Die Meisterin, Mutter Erde, Lady Gaia, in all meinen Schwingungen, im irdischen sowie im Meisterbewusstsein.
über alle Ebenen. So ist mein hohes Selbst tatsächlich jenes Paradies, jenen Garten Eden, von dem ihr seit Urzeiten spricht. Und meine Schwingung nähert sich diesem Zustand, je mehr ihr in den inneren Frieden geht. Nehmt euch an und seid wahrhaftig miteinander. Sprecht darüber, was ihr erkannt habt. Habt den Mut, es zu leben. Habt den Mut, mit offenem Herzen durch euer Leben zu gehen. Denn euer offenes Herz, eure Liebe, die kommuniziert mit mir. Sie schenkt mir Kraft und sie schenkt dadurch die Kraft auch den Pflanzen, der Natur, den Wassern, den Tieren, damit sie sich erholen können. Regeneration ist möglich, so wie es beim Menschen möglich ist, aus einer Krankheit von einem Moment auf den anderen zu gesunden, so ist es auch möglich, dass ich als Erdenkörper gesunde. Aber dazu brauche ich eure Hilfe. Euer Ja zu diesem Leben. Und dazu braucht es Gerechtigkeit. Gerechtigkeit zwischen Mensch und Natur und Gerechtigkeit von Mensch zu Mensch. Jeder Mensch sollte genügend zum Leben haben. Meine Fülle ist so groß. Und kein einziges Wesen müsste Hunger leiden. Geht in diese Gerechtigkeit hinein. Unterstützt alles, was bewirkt, dass eine Fülle für alle Menschen, für alle Wesen gleichermaßen gegeben ist. Gebt dem Meer den Raum, sich zu erholen. Gebt dem Wasser den Raum, sich zu klären. Gebt den Fischen, den Meerestieren den Raum, sich wieder zu vermehren. Verzichtet für eine kleine Weile auf das, wovon ihr wisst, was bei mir als Mutter Erde in Mangel gekommen ist. Und ihr werdet finden, dass sich die Erde erholt, dass sich die Fische im Meer erholen, dass die Bestände wieder größer werden, dass ein neues Gleichgewicht entsteht durch euch als Gemeinschaft, als Menschenwelt. Denn es gibt verschiedene Welten hier auf Erden. Es ist die Pflanzenwelt in sich, ein vollkommenes Bewusstsein, das sich in der Vielfalt aller Pflanzen zeigt. Es ist die Tierwelt, eine vollkommene Bewusstseinsebene, die sich in den verschiedenen Tieren zeigt. Und es ist die Menschenwelt, eine vollkommene Bewusstseinsebene, in der all die Menschen sich zeigen, offenbaren. Und es ist im Äther, die Welt des Äthers, die Welt der Feen und Elfen, die sich dort zeigen und nur darauf warten, dass sie für euch wieder sichtbar werden. Dazu bedarf es eures Friedens miteinander. Ihr seid auf dem Weg. Seid nicht traurig. Verzweifelt nicht an dem, was ihr hört, überall, sondern bleibt in diesem Vertrauen und wisst, dass jedes von euch innerhalb seines Umfeldes unendlich viel bewirken kann. Und dieses Umfeld hat wiederum auch ein Umfeld und wird transformiert
wird bewusster durch euch und wird wiederum sein Umfeld mit diesen lichtvollen, liebevollen Botschaften durchlichten und bewusster werden lassen. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Es braucht Zeit, aber jetzt ist die Zeit, ins Handeln zu kommen, in eurem Sein. Sein ist nicht nur Stille, ist nicht nur Warten, Hören, sondern auch Handeln in diesem Sein. Und es gibt so viele, gerade unter euch, die ihr jetzt gerade zuhört, so viele, die schon so viel wissen, die schon so sehr spüren, dass sie ihr Handeln, ihrem Bewusstsein angleichen möchten. Das ist wunderbar. Und es schließt die Freude nicht aus. Es schließt das Feiern nicht aus. Die Fröhlichkeit. Im Gegenteil, es kommt noch mehr an Freude dazu. Denn wenn ihr in diesem Sinne tanzt und lacht und singt, in diesem Sinne singe, tanze und lache ich mit euch. All das, was wir gemeinsam sind, die Erdenwelt, ich und ihr und alle Wesen, all das sind wir durch alle Ebenen, bis in die höchste Schwingungsebene, geborgen und getragen, eingemittet in dieser Quellessenz, in diesem wunderbaren Raum Gottes, den manche von euch auch den Hyperraum nennen. Es sind Worte, es sind Bezeichnungen. Ganz einfach gesagt, es ist die Liebe. Und Liebe ist Leben. Alles, was lebendig ist, ist offenbarte Liebe. Und wenn ihr liebt, dann unterstützt ihr das Leben und alles Lebendige in und um euch. Das ist Göttlichkeit. In diesem Sinne bin ich da und liebe euch ganz. Ich liebe das Leben, mein Dasein mit euch. Und ich habe euch längst alles verzeiht. Es gibt keinen Vorwurf von Mutter Erde an ihre Erdenkinder. Denn sie weiß, dass ihr und die Erde einen Auftrag habt. Und in diesem Auftrag Bewusstsein und Erfahrung in die Quelle bringt, Erfahrung der offenbarten Individualität des Göttlichen. Einzigartig eins. In diesem Sinne grüße ich euch mit diesen Worten, die ich euch heute hier bringen durfte. Und ich begrüße euch, wann immer ihr in die Natur geht, wann immer ihr mit Liebe und Dankbarkeit etwas von meinen Früchten zu euch nehmt und wann immer ihr in eurer Meditation an mich denkt. Ich danke euch. Nun sollt ihr Gelegenheit haben, hineinzufühlen in das, was ihr wahrnehmt, was ihr wahrgenommen habt während dieser Botschaft, die Mutter Erde zu spüren, Fragen zu stellen, mit mir zu sprechen, wenn ihr möchtet, um danach mit mir in eine wunderbare Meditation zu gehen, wo ihr die Ätherebene aufsucht und das Wunder der Schöpferkraft noch mehr verstehen lernen könnt und die Natur, eure eigene Natur, erfahren dürft. Ich warte jetzt auf eure Fragen, auf eure Wahrnehmungen. Und wenn ihr möchtet, dann sage ich euch etwas darüber.
Dankeschön, Markus, dass du es weitergegeben hast. Da viele neue da sind, hat mich Markus gebeten, die Information zu geben, wie man in Chat schreibt. Hier, wenn ihr den Chat vor euch habt, so sieht es normalerweise aus. Ihr braucht eigentlich nur hier auf den Bleistift zu klicken und schon könnt ihr euer Name schreiben. Und somit könnt ihr lesen und schreiben. So, jeder, der eine Frage hat, ist herzlich willkommen, teilzuhaben und mitzuwirken. Markus hat auch schon eine Frage. Also erstmal unendlich kraftvoll, vielen, vielen Dank. Und Markus, mich würde interessieren, wie ich weiter handeln darf, was in dieser Zeit sein soll. Diese Zeit ist eine Zeit, aus deinem Herzen zu handeln. Viele Dinge hast du bereits schon verändert und viele Menschen hast du schon berührt. Und mit den Farben, die aus deinem Herzen strömen und sichtbar werden für die Menschen, veränderst du noch mehr. Gehe, wann immer du kannst und Zeit dafür findest und vor allem auch, wann du wirklich fühlst, dass du es tun möchtest, in die Mitte und verbinde dich mit meinem Kern, mit dem Kern der Mutter Erde. Denn dort sind viele Informationen bereit, von dir wahrgenommen zu werden und umgesetzt zu werden in Farben, in Licht, in Liebe, in Klang und in Wort. Unendlich reich ist deine Seele an Licht und Liebe. Zeige sie. Zeige, wer du bist und offenbare dich ganz. Dann wirst du finden, dass viel an Wandlung geschieht in und um dir, auch auf der Erde. Ich danke dir für dein Sein. Ja. Muss ich jetzt einfach sprechen? Oder ja. Geht das? Ja, ich, Violetta, habe auch eine Frage. Erstmal hat es mir sehr gut gefallen, danke. Und ich wollte fragen, was für mich in diesem neuen Jahr das Wichtigste ist, ob es da eine Botschaft gibt von dir. Ganz wichtig ist es für dich jetzt, dass du dir gut schaust. Denn du bist auch in einer Zeit der Veränderung. In einer Zeit, wo du spürst, dass du immer mehr erwachst und die Grundsubstanz deines Innern, diese Kraft, die du in dir als Kind schon gespürt hast, noch einmal richtig hervorkommen möchte. Alter hat keine Grenzen, verstehst du? Alter ist kostbar. Denn nun hast du die Kraft, die du als Kind mitgebracht hast, gepaart, verbunden mit deiner enormen Weisheit, mit einem Wissen über viele Geschehnisse. Gehe deinen Weg, denn jeder einzelne Augenblick ist unendlich kostbar und wunderbar wichtig. Trage deinem Körper Sorge. Lasse zu, dass du auch immer wieder zur Ruhe kommst. Und sei kreativ. Denn in dir ist ein kreativer Geist, der sich zeigen möchte. Und diese Kreativität ist mit dieser Weisheit deines Lebens verbunden und wunderbar. Ich danke dir für dein Sein. Ich danke dir. Und wenn du Lust hast, kannst du einmal einen Baum pflanzen. Vielleicht weißt du einen Ort, wo du das tun kannst.
pflanze ihn mit den Worten: Ich bin das, ich bin die Liebe und das Leben im Sein. Und so wird dieser Baum dein Sein lobpreisen und durch dein Sein noch mehr an Licht und Liebe auf die Erde bringen. Danke. Ich danke dir. Markus, ich danke dir, das hat mich richtig berührt. Danke, danke. Und ganz liebe Grüße auch. Entschuldigung. Die Berührung ist auch auf meiner Seite. Ich bin auch sehr berührt. Ich finde gar keine Worte im Moment. Dann genießen wir die Stille einen Augenblick. Wenn ihr möchtet, so spiele ich euch ein Lied auf der Flöte meines Mediums. Nehmt euer Innerstes ganz wahr, hört hinein, schließt eure Augen und genießt. Es ist ein Lied aus meinem Innersten, das meine Freude und meine Liebe zeigt zu euch allen, zu allem, was ist. Und das meine Liebe zeigt zur Quelle, durch die ich bin, dieser göttliche Geist, durch den wir alle sind, in ihm. Dankeschön. Danke. Alice schreibt, ich fühle mich immer noch wie in einem Vakuum. Welches ist mein Weg? Die Öffnung. Die Öffnung und den Mut, das, was du wirklich bist, jetzt wirklich zu leben. Alles, was gewesen ist, ist ein Teil des Ganzen und ist ein Weg gewesen, der dich dahin führen soll, wo du beginnst, dich wirklich zu leben. In deinem Wirken, in deinem Beruf, dort bist du schon sehr weit gekommen,
in deinem Sein, wie du bist. Und so hast du viel Gutes bewirkt, gerade auch bei den Kindern. Nun gilt es, in deinem ganz persönlichen Dasein noch mehr zu sein, wer du bist. Denn das öffnet dich für Begegnung. Dein Herz sehnt sich nach einem Du. Lebe, wer du bist. Sei ganz du, dann wirst du gefunden als das, was du bist. Und das Wesen, das dir dann begegnet, um mit dir den Weg zu gehen, dieses Wesen meint dann ganz und gar dich. Und dann beginnt für dich eine Zeit, wo du dich angenommen fühlst, dadurch, weil du dich selbst annimmst. Viele Menschen werden dir noch begegnen dürfen. Jetzt ist es wichtig, dass du dich ganz liebst und annimmst und dann mit offenem Herzen den Mut hast, zu zeigen, wer du bist, damit du auch geliebt werden kannst in dem, was du bist. Weißt du, Liebes, die Menschen haben so oft Angst, sich zu zeigen. So oft denken sie, dass sie besser nicht alles zeigen, weil sie so viel Verletzung erfahren haben im Laufe ihres Lebens. Jetzt verändern sich die Dinge jedoch, weil die Schwingungen sich verändert haben. Ihr dürft als Menschheit diese Furcht nun immer mehr loslassen, damit ihr gesehen werdet und damit ihr durch dieses Gesehenwerden erfahren dürft, dass ihr vollkommen angenommen seid, so wie ihr seid. Und glaube mir, du bist wunderbar. Liebe ist etwas Wunderbares. Ja. Vielleicht kannst du kurz winken, genau. Danke. Danke auch. Danke so sehr auch von Markus. André, deine Fragen findest du in dir selbst. Du bist dein Leben, dein Weg und dein Wille. Ja. Das ist wohl wahr. Nun, sind da noch Fragen oder wollen wir in die Meditation gehen? Von Alice, ich danke dir von ganzem Herzen. Deine Worte berühren mich sehr tief in meinem Herzen. Ich danke dir, ich kann dich fühlen. In diesem Augenblick fühle ich so sehr die Verbindung zu euch allen und zu allen Wesen, die danach noch zu diesen Botschaften finden. Denn Zeit und Raum heben sich im Geiste auf.
Nun dann wollen wir miteinander in die Meditation gehen. Schließt eure Augen. Versucht, den Boden zu spüren, auf dem ihr seid. Und mit eurem Spüren noch tiefer, tiefer die Erde zu spüren, die euch trägt. Atmet tief ein und aus. Denn der Atem ist das Tor, durch welches ihr viel Lebensenergie und göttlichen Geist bis in eure Zellen führen könnt. Euer Atem fließt, er hat die Kraft, euch in Spannung zu bringen. In eurem Ein- und Ausatmen nehmt ihr mehr und mehr eure innere Mitte wahr, dieses göttliche Quellbewusstsein in euch, welches strömt und eine Herzsonne hat, in der ihr Körper mit allen euren Körpern, mit all euren Ebenen ganz und gar geborgen seid. Diese Liebe, diese Kraft, dieses Bewusstsein um euer Selbst ist allgegenwärtig. Atmet es ein und aus. Es ist still in euch. Und jedes von euch spürt auf seine eigene Weise sein eigenes Wesen. In diesem stillen Sein, in dieser Einheit mit der Christussonne, mit dieser wunderbaren Schwingung, dieser goldenen Fülle der Schöpferkraft, dieser Liebe und die Einheit mit der Quellsonne, mit diesem Bewusstsein, aus dem ihr kommt, in dem ihr seid, lebt und atmet und welches auch in euch ist. Konzentriert euch darauf, jedes für sich, diese Einheit dieser verschiedenen Lichtschwingungen des Seins ein- und auszuatmen, und gleichermaßen das Körperbewusstsein wahrzunehmen, bis zu spüren, bis in jede Zelle, in jedes Molekül, in jedes Atom hinein, auch in die Leerräume, in den subatomaren Raum
eures Körpers. Begrüßt den Raum des Äthers. Der Äther, die Substanz, aus der die Physis entsteht. Der Äther, der die Physis durchströmt, umgibt und behütet. Ich lade jedes von euch ein, nun über sein Innerstes, den Raum seines Seelengartens zu betreten und sich in diesem inneren Garten einen Platz zu suchen, sich hinzusetzen, in die ureigenste Meditationshaltung und in dieser Vision den physischen Körper und den Ätherkörper wahrzunehmen. Dein Ätherkörper ist sozusagen das ätherische Doppel deines physischen Körpers. Er ist identisch, nur feinstofflicher und etwas größer. Erlaube nun, dass dein Körper sich einmittet in deinen Ätherkörper, so, dass dein Ätherkörper so sehr ins Gleichgewicht geht mit deinem physischen Körper, dass jedes Organ in sein ätherisches Organ eingemittet ist. Und nimm die Kraft des Ätherkörpers wahr. Der Äther, das fünfte Element. Spüre nun, wie der Äther deines Körpers damit beginnt, von der Sonne Energie aufzunehmen, und von der Erde und diese Energie, diese Kraft an deinen Körper weitergibt, so dass jede Zelle sich nährt. Gleichzeitig über deinen Atem nimmst du lebensspendendes Prana auf, indem du deine Zunge an den Gaumen hältst und über deine Nase ein- und ausatmest. Und weil du ein multidimensionales Wesen bist, kannst du das Prana multidimensional sonnengleich durch deine Herzsonne einatmen und jede Zelle atmet mit. Diese Zellatmung genießt du. So atmest du jetzt durch alle drei Bewusstseinsebenen und durch deinen Äther und durch deinen Körper ein und aus.
Werde dir jetzt bewusst, dass jedes Wesen einen Ätherkörper hat. Auch, dass ich bin als Mutter Erde. Dieser Äther ist wunderbar. Es ist die Substanz, durch welche ein göttlicher Gedanke, ein göttliches Gefühl, getragen und beseelt durch die Christusebene und die Quelle selbst, im Stoffäther durch das Eintauchen ins ätherische Dasein letztlich zur Materie wird. Sichtbar, spürbar, berührbar. Sei dir bewusst, dass alles, was an Gefühl und Gedankenkraft und an Handlung hier auf der Erde geschieht, auch in den Äther strömt. Darum lade ich dich jetzt ein, den Äther als Gesamtbewusstsein und dein ätherisches Doppel, deinen Ätherkörper, persönlich zu segnen mit Liebe und mit Licht, indem du lebensspendendes Prana ein- und ausatmest und den Segen durch die vereinten Sonnen, durch all die Bewusstseinsebenen auch dem Äther schenkst. Deine Liebe vermag zu erschaffen, vermag zu formen, vermag zu wandern. Und während du nun in deinem inneren Garten deines Wesens, deiner Seele sitzt und atmest und meditierst, nimmst du wahr, wie dein Ätherkörper erblüht, wie sich unterschiedliche Blumen in deinem Ätherkörper zeigen. Sie sind Ergebnis deiner Liebe des Augenblicks. Sie sind deine Natur, deine wahre Natur. Und so hast du deinen ganz eigenen Duft. Nun nimmst du wahr, dass du unter einem Baum bist, voller Früchte. Es sind die Früchte deines Wesens. Und du erlaubst dir wiederum, auch von deinen Früchten zu ernten und entdeckst, dass sogleich eine neue Frucht nachwächst, als Zeichen dafür, dass der Kelch deines Daseins in deinem Sein, in deinem Herzen immer gefüllt ist und du freigeben darfst, verschenken darfst, deine Früchte weitergeben darfst, die Früchte deiner Natur. Nun weitest du deinen Geist und nimmst die Natur um dich war, die Natur der Erde, die Erdennatur in all ihren Welten. Die Pflanzenwelt, die Tierwelt,
die Welt der Elemente, die Welt des Menschseins, die Welt des Geistes, die Ätherebene, die Seelenebene, die hohe Selbstebene, die Monadenebene und die Urseelenebene. In ihren Erzengelstrahlen als spirituell genetische DNS-DNA deines Wesens. Du fühlst die Einheit mit all dem. Tief taucht dein inneres Wahrnehmen nun ein in das Erspüren, in das Fühlen des Wesens Mutter Erde, das ich bin, der Meisterin, die ich sein darf. Und in diesem Eintauchen nimmst du das Wesen Erde wahr. Je mehr du das Wesen Erde wahrnimmst, umso mehr verstehst du es. Und umso mehr verstehst du auch dein Sein hier, deine Aufgabe, dein Feiern, dein Leben. Ich lade nun alle ein, die in dieser Meditation wahrnehmen und die es möchten, ihre Wahrnehmung mitzuteilen über das Schreiben. Dazu gehe ich einen Augenblick in die Stille. Nun nehmt diese Wahrnehmungen mit in euer Leben, in euer Sein. Was ihr euch aufgeschrieben habt, schaut es wieder an. Versucht euch in diese Wahrnehmung noch einmal hineinzubegeben, zu einem späteren Zeitpunkt.
Und wann immer ihr es möchtet, verbindet euch mit diesem Wesen, das ihr Mutter Erde nennt. Im Wissen, dass es mit euch verbunden ist. Im Wissen, dass es in der Einheit, im Göttlichen ist, als wunderbarer Lebensraum, wo ihr euch in eurem Sein erfahren dürft. Und seht die kleine Katze, die da liegt, auf dem Tisch zuhört, lauscht und spürt, fühlt die Einheit mit Mutter Erde und mit euch allen und auch mit dem göttlichen Dasein, mit dem einen Geist. Seht, wie friedlich sie liegt, wie sehr sie es genießt, wahrgenommen zu werden von euch. Denn in dieser Einheit, dieser Meditation, seid ihr in vollkommene Einheit auch mit der Tierwelt getreten. Und das fühlt dieses Tier. Das fühlen in diesem Augenblick alle Tiere. Und wenn ihr Pflanzen zu Hause habt, schaut die Pflanzen an, spürt, wie ihre Energie gestärkt wurde, wie diese Achtsamkeit und diese Einheit ihren Äther gestärkt hat. Die Natur dankt es euch. Und wenn ihr morgen rausgeht, schaut die Pflanzen an. Sie werden auf euch gestärkt wirken. Kleine Süße. Und die Tage sind heller. Lichtzeit. In dieser Liebe. Mit eurem irdischen Dasein. Ich danke euch. Nun atmet tief ein und aus. Streckt euch, bewegt euren Körper. Nehmt diese Liebe und diese Kraft noch einmal ganz bewusst wahr und auf. Erlaubt euch ganz diese Liebe und diese Kraft zu sein. Ich danke euch für euer Miteinander, denn in diesem Augenblick haben wir alle zusammen eine Zeit erlebt, in diesem zeitlosen Raum des Geistes, wo wir in dieser Einheit als Gruppenseele gewirkt haben. Friede sei mit euch. Und mit allen Wesen. Friede sei mit allen Wesen und mit euch. Wenn noch Wahrnehmungen sind, die kommuniziert werden möchten, dann darf das jetzt sein. Von Alice. Ein Schaudern durchströmte meinen Körper bei der Einmittung des Physischen in den Ätherkörper. Es war wunderschön. Markus. Das ist. Ich saß unter einem Baum, Moos drumherum.
Ich sah mich herum wie strahlend Flammen. Ich kann mehr nicht schreiben, ich bin einfach nur so, so dankbar für die Erde, dankbar für diesen Abend, für dich, Bernadette. Ich danke euch allen. Alice, danke, lieber Engel, und danke, liebe Mutter Erde. Danke. Markus, so ein unendlich wertvolles Geschenk, sei gesegnet in tiefer, liebender Dankbarkeit. Danke. Alice, bin immer noch sehr berührt, kann noch nicht abstellen. Ja, Dankbarkeit ist vielleicht auch diese Aufzeichnung, wird hier erscheinen, den Link habe ich geschrieben, weiterzugeben. Und wir haben eine Facebook-Gruppe, ist alles, wo täglich diese Veranstaltungen sind und wo man gerne in die Gruppe kommen kann. Unten in der Leiste blende ich jetzt ein. Ihr braucht nur drauf zu klicken, heute live in GTV, Click Me oder die Facebook-Gruppe, das wird jetzt die ganze Zeit laufen. Dankeschön. Ja, danke uns allen. Donnerstag wird eine Weltmeditation sein in 4 Sprachen. Das heißt, wird auch auf Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch, also gut für die Schweiz auch. Ne? Da seid ihr alle herzlich eingeladen, teilzunehmen. Gerne. Schön. Dann danke ich euch von ganzem Herzen für diese Möglichkeit, dass ich heute hier durch euch auch wieder diese wunderschönen Botschaften weitergeben durfte. Und die Energie der Mutter Erde ist so etwas Liebevolles, so etwas Wunderbares, Weiches und Zärtliches, so etwas Göttliches. Es ist ganz wichtig, dass wir das wieder wahrnehmen können. Und alle, diese Göttlichkeit. Bitte. Ja? Und alles ist so nah, so wie du. Also die Menschen sind da, die Energien sind da und ja. Wir dürfen das mitgenießen. Genau. Es ist wirklich etwas ganz Natürliches, sobald diese Aufmerksamkeit in diese Herzsonne geht, in dieser Verbindung, es ist alles so nah, so spürbar und diese wunderschönen Botschaften, die kommen zu jedem Menschen und er kann einfach in sein Inneres hineinhören und sie wahrnehmen. Wir haben einfach diesen freien Willen. Und wenn wir bereit sind, es anzunehmen, dann können wir es wahrnehmen. Die ist so süß, die Katze. Ja, du, weil du siehst das, weil das ist mit der anderen Kamera geschaltet. Ne? Die Zuschauer sehen das jetzt nicht. Ne? Ist so herzig, sie schläft ganz tief, und sie ist so entspannt. Ja. Und als du mit der Flöte da war, sie ganz aufgeregt und hat geguckt, wo kommt das jetzt her?
Ja, ich glaube, sie kennt diese Melodie. Die Tiere sind ja so verbunden, auch mit dem Klang der Erde. Mhm. Und die kennt das mit Sicherheit. Mhm. Wenn wir ganz still werden, können wir diesen Klang der Erde hören. Wir können auch den Klang unseres Körpers hören, weil unser Körper ja auch ein eigenes Universum ist und einen Klang hat. So wie auch unsere Energiekörper einen Klang haben. Und wenn wir denken, dass wir alle klingen, dann können wir in dieser Liebe eine wunderbare Symphonie erklingen lassen. Mhm. Jeder Ton passt zum anderen. Mhm. Und doch ist jeder anders. Mhm. Schön. Dankeschön. Also in die Seite, wo ich geschrieben habe, ist auch deine Webadresse. Das heißt, du bietest auch Einzelberatungen. Ich werde am Freitag auch eine bekommen. Ja. Und ja. Du bietest Seminare, du hast Bücher geschrieben. Und, genau. Und wir werden auch etwas gemeinsam machen im Mai. Ein Seminar zusammen, wir werden Zürich TV einweihen und. Genau. Und alles ist in unserer Seite zu finden. Wer Interesse hat, ja, aus der Schweiz ist und sich vorstellen möchte, ist bei uns willkommen. Dankeschön. Das ist schön. Danke auch. Und die Bücher liegen mir sehr am Herzen. Da hat es viele wirklich wunderbare Botschaften von den aufgestiegenen Meistern und von den Erzengeln und ja, und auch ein kleines, ein Kinderbuch, ein Märchen, was aber auch die ganz großen Kinder schon sehr, sehr schön finden und auch genießen können. Ich denke, Märchen sind immer auch eine Sprache der Seele. Ja, mal reingucken vielleicht auf der Webseite von den Büchern. Das ist Aileles Verlag, also www.aileles-verlag.ch. Da sind die Bücher drin und es werden dann bald auch noch neue dazu kommen. Eine für die Tiere. Gestern haben wir gemacht mit Nahiz, auch eine Meisterin, die Tiere, unsere egolose Mitwesen. Das war wunderschön. Ich denke, dass die Tiere als Teil von uns, die kommen auch bald dran. Ne? Ja. Ja. Und sie sind wirklich die Tiere, die das Materielle, die sind wirklich einfach, ja, wie du sagst, Engel, die uns dafür Es gibt jetzt Unterbrechungen der Stille. Ich denke, wir sollten jetzt still sein, damit deine Wunderarbeit weiterwirkt, weil das ist jetzt, ist dein Video ein bisschen und die Stimme kommt jetzt gebrochen rüber. Okay. Dankeschön. Danke an all deine Lieben, die dich unterstützen bei der Arbeit. Dankeschön. Bitte. Ciao. Ja, die Wiederholung wird in circa eine Stunde zu sehen sein. Eineinhalb Stunde an den Link, wo ich jetzt geschrieben habe. Ciao.